Gropiusstadt. Der Film über die heutige Gropiusstadt beginnt am U-Bahnhof Zwickauer Damm. Ein Film über die 31 Jahre alte Stadt in der Stadt. Der Grundstein für das gigantische Bauvorhaben wurde 1962 gelegt. Heute leben mehr als 50.000 Menschen in der von Walter Gropius entworfenen Großsiedlung. Bei einer solchen Konzentration von Wohnraum prägt Beton die Landschaft. Doch bieten Grünzüge, die über die U-Bahn-Linie eingerichtet wurden, wie auch die Parkanlagen gute Möglichkeiten, die Gropiusstadt auf grünen Wegen zu erwandern. Die langsame Erneuerung des Stadtteils hat in der Gropiusstadt auf Initiative des damaligen Neuköllner Baustadtrats Wolfgang Vanoner Mitte der 80er Jahre begonnen. Damals im Jahre 1986 wurde der Beirat zum Projekt Wohnumfeldverbesserung Gropiusstadt ins Leben gerufen. Die wichtigste Zielsetzung war die spürbare Verbesserung im öffentlichen Freiraum als Anstoß für nachfolgende private Initiativen. Durch die Begrünung verschwindet nicht nur der graue Beton aus dem Blickfeld der Anwohner. Im Herbst wird sich auch ein Teil des Stadtwerks rot und gelb färben und damit ein interessantes Farbspiel bieten. Wie man es sehr schön in diesem Film sehen kann. Es ist auch den Planern dieses Farbspiel sehr gut gelungen. Der Weg führt nun westlich über den Hauptgrünzug in Richtung Wutzke Allee mit dem U-Bahnhof am Rotrautrichter Platz. Vorbei an dem modernisierten Einkaufszentrum und dem Vorplatz, wo ein Markt und ein Flohmarkt stattfindet.
Inmitten der Großstadtarchitektur hat sich hier das seit über 36 Jahren geschützte Wäldchen gehalten. Wenn auch durch die intensive Nutzung der vielen Grobestädter gebeutet. Die Beliebtheit des Vogelwäldchens hatte zur Folge, dass dieser kleine Hain saniert werden musste. Denn die Spaziergänger hatten die Pfade so viel benutzt, dass der Boden stark verfestigt war und aufgelockert werden musste. Zum Schutz der Bäume und anderer Pflanzen wurde das Wäldchen zudem eingezäunt. Außerdem wurde das Wäldchen zum Grünzug hin erweitert und grenzt nun an einen neu angelegten Spielplatz. Daraus kann man ersehen, wie wichtig die Grünzüge für so ein Ballungsgebiet ist, wo sich die Grobierstädter in der Natur von Betonbauten erholen kann. Dahinter ist das halbkreisförmige gebaute Gropius-Haus zu sehen, wo eine schöne Anlage angelegt wurde, wo die Bewohner sich in der Idylle erholen können. Von dort aus ist auch das höchste Wohngebäude Berlins zu sehen, das Idealhochhaus. Das Richtfest für das Idealhochhaus wurde am 10. September 1968 gefeiert. Zu diesem Anlass, auf Walter Gropius das letzte Mal in Berlin war. Wie kam die Stadt eigentlich zu ihrem Namen? Gropiusstadt. Was heute so selbstverständlich klingt, bereitete den Planern und Erbauern großes Kopfzerbrechen. 14 Jahre zogen bis zur offiziellen Namensnennung ins Land. Unter Architekten hieß die Gropiusstadt lange nur BBR, ein hessisches Kürzel für Britz Bukerudo. Am 16. September fand im Rahmen der Berliner Bauwoche in Anwesenheit von Ilse Gropius die offizielle Umbenennung statt. Nun geht es aber weiter auf der Promenade des ehemaligen Bildmeisterdamm in Richtung Lipschitzallee. Zwischen Lipschitzallee und Vogelwäldchen veränderte sich in den folgenden Jahren einiges. Einen neuen Fußgängerweg an der Lipschitzallee in der Höhe des Einkaufszentrums. Mit einer blindengerechten Ampelanlage ausgestattet. Neue BVG-Haltestellen plus Wartehäuschen und so weiter. Einen Brunnen mit Wasserfontäne bestimmt nun das Bild. Am Rande bieten Bänke den Spaziergängern Sitzgelegenheiten. Blumenbeete und Hecke begrünen die Umgebung des Brunnenplatzes. Vom Wasserspiel aus sind es nun nur noch wenige Meter zum Pavillon inmitten eines neu angepflanzten Hains. Gedacht war diese überdachte Betonfläche als Kommunikationsplatz. Es scheint jedoch, dass nur Graffiti-Sprayer am Pavillon ein gewisses Interesse haben. Wer sich unterhalten will, lässt sich auf die Bänke an der Fontäne nieder. Weiter geht es zum Bad Jahnplatz, den Herz der Gropiusstadt, mit dem Gemeinschaftshaus. Bekannt für interessante Konzerte, Ausstellungen, Theateraufführungen, gesellige Veranstaltungen und vieles mehr.
Vorhaben wie der Umgestaltung der trostlosen Batian-Platz- und Blitzschützplatzes, die derzeit allenfalls von Skateboardfahrern gerne heimgesucht werden, scheinen auf unbestimmte Zeit verschoben zu sein. Vorbei an dem Martin-Luther-King-Kirchel führt unsere Route nordwestlich weiter über den Grünzug zu der Johannisthaler Chaussee mit dem größten Einkaufszentrum der Neubaustadt, das 1964 bis 1965 auf 40.000 Quadratmetern erbaut und ständig vergrößert wurde. Die Tafel am U-Bahnhof Ausgängen und Eingängen Johannisthaler Chaussee enthält den folgenden Text. Dieser Stadtteil trägt den Namen des Architekten und Lehrers Walter Gropius, der am 18. Mai 1883 in Berlin geboren und am 5. Juli 1969 in Boston, USA gestorben ist. Er war der Gründer des Bauhauses. Das Land Berlin beauftragte Walter Gropius, dessen Stadtteil zu planen und die bauliche Gestaltung zu betreuen. Der Grundstein wurde 1962 gelegt. In diesem neuen Stadtteil leben nach der Fertigstellung mehr als 50.000 Berliner und rund 18.000 Wohnungen.
Die U-Bahn sorgt für die schnellste Verbindung zur City. Verkehrstechnik wurde die Gropiusstadt 1972 an die Neuköllner Innenstadt und die Berliner Stadtmitte angeschlossen. Die neu gebaute Strecke ging dann von U-Bahnhof Fritz Süd bis U-Bahnhof Rudow. Hinter dem U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee geht es über den Grünzug in Richtung Fritz Süd, wo dieser Film die Gropiusstadt endet. So, meine Damen und Herren, Sie sahen eben einen Rundgang durch die Gropiusstadt. Dieser Film soll die Einleitung sein für unsere nächste Ausstellung, die am 29. April um 18 Uhr im Gemeinschaftshaus eröffnet wird. Veranstalter dieser Ausstellung ist der Rudow Heimatverein. Es ist seine 13. Ausstellung. Es werden dort Pläne, Fotos, Dia und Videofilme gezeigt. Wie Sie hinter mir sehen, eine Mühle mitten in der Gropiusstadt, die Jungfernmühle. Sie ist, nachdem sie nicht mehr in Betrieb war, umgebaut worden zu einer Gaststätte. Die älteste erhaltene Urkunde von Rudow stammt aus dem Jahre 1373. Urnengräber aus der Bronzezeit zeugen von einer früheren Besiedlung von Rudow. Seit 1920 gehören die Orte Britz, Bukow und Rudow zu dem Bezirk Neukölln und somit zu Berlin. Darum auch der Name BBR, Britz, Bukow, Rudow. Die Gropiusstadt besteht aus diesen drei Ortsteilen. Zwischen diesen drei märkischen Dörfern lagen Felder, Wiesen und ein Wäldchen. Das Wäldchen wurde neben anderen Wildremisen im Jahre 1872 von dem Wildmeister Luther angelegt. Er hegte und pflegte das Wild nach weitmännischen Grundsätzen. Hin und wieder fanden im Jagdrevier auch Trappenjagden statt. Auf der Rudower und Schönefelder Feldmarkt wurden bis 1945 Großtrappen beobachtet. In unserer Ausstellung können Sie auch eine Großtrappe sehen, die hier in Rudow gefangen wurde und jetzt ausgestopft in der Naturhistorischen Sammlung steht. Der Stadt in der Stadt verband der geistige Vater, der Architekt und Vertreter der modernen, funktionalistischen Architektur, Walter Gropius, den Gedanken, außerhalb der innerstädtischen Dichte eine den Bedürfnissen der potenziellen Bewohner nach Grün entsprechend großzügige und moderne Wohnanlage zu schaffen. Berücksichtigt werden sollten vor allem ausreichende Infrastruktur, das heißt also Kindertagesstätten, Schulen, Alten- und Jugendfreizeitheime, Gemeinschaftszentren, öffentlicher Nahverkehr, ein eigenes zentrales, abseits liegendes Heizwerk. Zentrales Element sollte ein mit dem Landschaftsarchitekten Professor Rosso entwickelter regionaler Grünzug und mit ihm gestalterisch vernetzte private Freiflächen bilden. Die Gropiusstadt wurde überwiegend im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus zwischen 1962 und 1976 errichtet. Sie stellt mit ihren 19.000 Miet- und Eigentumswohnungen, in denen rund 45.000 Menschen wohnen, ein bedeutendes Wohnungspotenzial für Berlin dar. Städtebaulich und architektonisch, aber auch sozial ist es ein wichtiger Beitrag in der Entwicklung Berlins bzw. Neuköllns. Die Gropiusstadt befindet sich quasi als selbstständiger Stadtteil in Neukölln, dem mit 300.000 Einwohnern bevölkerungsreichsten Bezirk in Berlin, und ist aufgrund der Fläche ca. 265 Hektar und Einwohnerzahl die größte randstädtische Großsiedlung unserer Stadt. Im Zuge der planerischen Überarbeitung wurde jedoch
Die planerische Zielgröße von Gropius von rund 15.000 Wohnungen durch die öffentliche Planung auf 19.000 Wohnungen nach oben korrigiert, indem zusätzlich verdichtet wurde. Ebenfalls zulasten der Freiflächen musste dann die deshalb zu vermehrende Infrastruktur geschaffen werden. 65% der Flächen der Gropiusstadt sind versiegelt, ein entgegen Gropius Willen zu hoher Wert. Aber durch die Wohnumfeldverbesserung und die damit beteiligte Bevölkerung wurde die Situation hier in der Gropiusstadt doch auch wieder verbessert. So, die Öffnungszeiten unserer Ausstellung sind vom 30. April bis 23. Mai 1994. Dienstags bis samstags immer von 17 bis 20 Uhr und bei Veranstaltungen im Saal auch außerhalb dieser Zeit. Wir würden uns freuen, Sie in unserer Ausstellung begrüßen zu können. Einen schönen Abend noch.